Wunderbar. So, wir gucken jetzt nochmal hier. Frau hatten wir jetzt die ganze Zeit. Jetzt nehme ich mal einen männlichen Mann mit einer leichten Moosfrisur. Ich guck mal ganz kurz, was wir da alles machen können. Verschiedene Köpfe können wir hier ankleistern. Ach nee, die Kopfgröße, das ist ja auch originell. Das lassen wir mal lieber. Brust dürfte. Moment, das. Da sehe ich hier bei Männern irgendwie gar nichts. Sieht man da was? Nein, nein, nein. Aber ich mache nochmal ganz kurz auf die Weibchen hier. Und da machen wir jetzt mal die Brust. Da sieht man es doch. Das ist. Ich weiß nicht, ob das biologisch so richtig ist. Da wurde wohl mit Implantaten nachgeholfen. So, hier wieder. Ach, ein Rauschebart. Was haben wir denn da? Die Größe. Ich zoome mal heraus. Die Größe. Von Zwerg bis Riese ist alles vertreten. Wir machen uns mal ein bisschen größer. Oberkörper natürlich. Schmächtig bis mächtig. Und die Hüfte geht von der Stundenglas-Taille bis hin zur leichten Dicklichkeit. Die Arme dürre bis muskulös. Unterarme kann man auch noch selbst definieren. Das Tolle ist, der Schild wächst mit dem Unterarm zusammen. Wupp, der wird dann auch größer. Großer Schild immer super. Und die Hände. Ich glaube, wenn man die Hand vergrößert, wird auch die Waffe größer. Mache ich mal eine größere Hand, aber keine Riesenhand. So, die Beine. Dicklich bis geschicklich. Mache ich mal normal. Die Unterschenkel. Kann man sich auch Riesenstelzen machen. Und alte Klumpatschfüße bis hin zu Schuhgröße 10 ist auch alles dabei. So, zoomen wir nochmal ran. Hier kann man die Gesichter aussuchen. So, ich skippe da mal durch. Hallo, hallo. Aber die sehen auch alle ein bisschen soft aus, muss ich sagen. Naja, gut, da ändert sich das auch gleich wieder. Gott sei Dank. Also Gesichter gibt es hier auch eine ganze, 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 ganze Menge. Zwar kann man sich die Gesichtsfeatures nicht manuell auswählen, dass man da selber irgendwelche Regler dreht, aber es gibt genug Auswahl für genug Unterschied. Ich gucke noch mal kurz bei den Weibchen. Gesicht. Da ist ja auch genug vertreten. Ich glaube, ich werde doch eine Frau machen. Aber die Prämisse für die Frau, da man hier so schön viel einstellen kann. Schade, dass die Frauen kleiner sind als die Männer. Sehe ich das richtig? Moment. Ich höre auch gleich auf rumzuklicken. Ja, die Männer sind viel größer. Schade. Weil ich hätte mir ja gerne eine riesige Frau gemacht, die dann richtig fett ist. Aber leider geht das nicht. Finde ich ein bisschen ärgerlich immer, dass man sich immer nur hübsche Charis machen kann und nie. Ja gut, hier so ein Vanille-Eis-Verschnitt kann man sich auch machen. Aber so richtig hässliche kann man sich leider nie machen. So. Was haben wir denn hier? Moment. Der sieht ein bisschen aus wie Looks Like Link, wenn jemand den Let's Player kennt. Vielleicht spielen wir mal Looks Like Link, aber dann schlägt er mich bestimmt kaputt. Und das hier ist doch wohl, warte mal. Das ist doch wohl eindeutig. Außer dem Gesicht. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Aber, oh, und das hier ist doch so ein halber Naruto. Was es nicht alles gibt. Der sieht aus wie Ghoul oder Jewel von Street Fighter. Nanü. Ich glaube, ich nehme mal diesen abgewrackten hier. Nee, nee, nee. Nämlich mal blau, einen leichten blau, aber schwarz mit einem leichten Blauschimmer. So. Ich habe meine Freunde beim Pokern verloren. Und einen Namen brauchen wir noch. Sind wir Ritter oder was machen wir denn? Hier, Krieger ist doch super. Sieht ein bisschen aus wie, naja, der kleine Bruder von Conan. Aber die Hüfte machen wir mal nicht ganz so fett. So. Geht, ne? Füße ein bisschen größer auf jeden Fall.
Sonst kippt er doch vorn über. Und dann kann man die Hände vielleicht auch... So. So, der Name muss aus 4 bis 16 Buchstaben bestehen. Nummern und Sonderzeichen sind nicht erlaubt. Also kann ich leider nicht Shadow Rockswords nehmen. Das geht leider nicht. Aber was nehme ich denn mal? Machen wir ganz rollenspielerisch. Machen wir mal Schattenhaupt. Oder ich mach's einfach mal wie andere Let's Player. Ich nehme ganz originellerweise mal meinen Standard-Nick. Mal gucken, ob der noch frei ist. Ja, der war noch frei. Naja, mache ich sonst eigentlich eher selten. Aber dann wollen wir mit Gronkh mal einloggen. Auf geht's. Also, auf geht's. Achso, wenn man die I-Taste drückt, Standard, um das Charakterklassen-Interface zu öffnen. Achso, dann sieht man auch die Höchstzahl seiner Klassen sowie die maximalen Stufen. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Fiel mir gerade ganz zufällig ein. Also ich habe mir da jetzt keine Notizen gemacht oder so. Und auf geht's. Hä? Jetzt aber. Ich stehe hier auf einem Weibchen. Hallo? Aquona. Im Einführungsgebiet erwartet euch eine ansehnliche Belohnung, Fragezeichen. Jeder Charakter kann jedoch nur dieses eine Mal dorthin. Wollt ihr das Einführungsgebiet betreten? Für eine ansehnliche Belohnung wird dich sogar noch Peine ziehen. So. Willkommen, Gronkh. Hier vermitteln wir dir die Grundlagen des Spiels. Wenn du diesen Teil überspringen möchtest, klicke auf Tutorial überspringen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Aha, Bewegung 1. Linksklicke auf den Boden, um deinen Charakter dorthin zu bewegen. Bewege deinen Charakter zu der leuchtenden Flagge. So. Ich schaue mich nochmal schnell um hier. Gar zauberhaft sieht es aus. So, Linksklicke auf den Boden, das nochmal gemacht. Bestätigen. Gut gemacht. Dankeschön. Bewegung 2. Du kannst deinen Charakter auch mit der Tastatur bewegen. Mit V vorwärts, S rückwärts, A links und D rechts. Mit der Leertaste lässt du deinen Charakter springen. Oder deinen Charakter. Jetzt gehen wir zur nächsten leuchtenden Flagge und hüpfen natürlich wie ein alter Ingame-Assi. Hallo, Roxor. So, gut gemacht. Bewegung der Kamera. Das Drücken der linken Maustaste, während die Maus bewegt wird, verändert die Kameraperspektive. So, das ist die linke Maustaste und die Kameraperspektive. Das Drücken der rechten Maustaste dreht zusätzlich den Charakter. Probiere es mal aus. Achso, jetzt muss ich das nochmal machen. Gut gemacht. So. Ein Linksklick auf einen Nichtspielercharakter, NPC, öffnet ein Dialogfenster. Gehe zum NPC vor der Hütte und sprich sie mit einem Linksklick an. Hallo, Robin. Da gucken wir jetzt mal genau drauf. Hallo, Robin. Gut gemacht. Eine Quest annehmen. Mit einem linken Mausklick auf einen NPC nimmst du eine Quest an. Questinformation und Belohnung werden im oberen Teil des Bildschirms gezeigt. So. Ich habe gerade einige Klammspinnen auf dem Hof entdeckt. Meine kleinen Helfer versuchen sie zu bekämpfen. Ich mache mir jedoch große Sorgen um sie. Sie könnten verletzt werden. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Sie sind dort, hinter dem Zaun. Bitte helft mir. Ihr bekommt auch eine Questbelohnung. Und zwar 50 Groschen und Erfahrungspunkte 134 und noch Ringe und bla bla bla. Ja, Quest annehmen. Mit einem linken Maus... das hatten wir doch gerade. Quest annehmen, besiege die Spinnen. Das machen wir doch glatt. Gut gemacht. Um die Quest abzuschließen, musst du gegen Monster kämpfen. Oh nein, Monster. Doppelklick auf ein Monster, bewegt deinen Charakter und startet den Angriff. Genau, so ist es richtig. Du kannst aber auch Angriff in der Aktionsleiste anklicken, wenn du zuvor mit Tab einen nahen Gegner ausgewählt hast. Habe ich doch gerade gemacht. So, jetzt nochmal. Und gib ihm. Was haben wir denn überhaupt? Hieb. Ach, der ist schon tot. So, ach. Merken, nur mit links die Kamera bewegen, wenn man kämpft. Hier, ganz heldenhaft. Nein. Na. Na. Mit Tab auswählen. Ziel ist tot. Na super. Wow, sehr gut. Wuff, so geht's. Du kannst die B-Taste benutzen, um... Vorsichtig, der Klammspinnkönig kommt. Hab keine Angst. Wuff, und gib dein Bestes. So. Das ist wohl der Klammspinnkönig. Den hauen wir jetzt erstmal... Nein, erstmal
brennen wir. Hallo. Ja, dann greif doch auch mal an. So, Hammann.